Raus aus der Corona-Pandemie, ab in den Urlaub. Ab dem 1. Juli wird das Reisen fast uneingeschränkt wieder möglich sein. Aber weil die Pandemie dann doch noch nicht ganz vorbei ist, gibt es immer noch die Gefahr und eine gewisse Unsicherheit, dass Dinge passieren können, die man so gar nicht wollte. Um Reiseärger und Urlaubschaos zu verhindern, gibt es einige Tipps. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Und damit herzlich willkommen, liebe Focus Online Community, zu unserem Reise-Live-Talk mit dem TV-Anwalt Rusbe Karimi vom Verbraucherportal GetRight. Hallo, Herr Karimi. Hallo, Frau Blüchel. Wir hatten euch ja aufgefordert, im Vorfeld uns Fragen zuzuschicken. Da kam super viel an. Vielen Dank schon mal dafür. Die werden wir mit in die Sendung einbauen. Aber ihr habt natürlich auch jetzt während der Sendung die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Fragen rechtlicher Natur rund um den Urlaub, also Reiserücktrittsversicherung, Stornierung, Quarantäneregeln, was auch immer. Schreibt uns gerne eure Anliegen in den Kommentarbereich. Wir scannen es und schauen, dass wir die besten rausfischen. Wir sind sehr gespannt, was da so kommen wird. Vielleicht schreibt uns einfach auch mal, ob ihr überhaupt in den Urlaub fahrt oder ob ihr noch abwarten wollt. Ja, Herr Karimi, ab dem 1. Juli fallen die Reisewarnungen auch für Risikogebiete, wenn die Inzidenz unter 200 liegt. Und da haben wir schon im Vorfeld eine User-Frage bekommen, die ich gleich stellen möchte, von Martina Jentsch. Sie sagt, wie sicher ist dann mein Urlaub? Kann ich sorgenfrei buchen? Ja, meine Antwort bleibt leider immer noch dieselbe, wie schon im gesamten letzten Jahr auch schon. Also wer wirklich etwas Sicheres buchen möchte, der sollte weiterhin auf die Pauschalreise zurückgreifen. Das liegt daran, dass die Pauschalreise einen gesetzlichen Schutz genießt. Das bedeutet, dass der Reisepreis abgesichert ist. Sollte etwas schiefgehen, habe ich einen direkten Anspruch gegen meinen Vertragspartner, dem Reiseveranstalter, und kann von dort den gesamten Reisepreis zurückfordern. Wenn ich aber einzelne Bausteine buche, Click-and-Mix-Reisen, Flug und Hotel einzeln buche, selbst wenn es auf demselben Portal ist, ist es nicht immer automatisch eine Pauschalreise. Ich muss also sehr vorsichtig sein, denn wenn ich Sachen einzeln buche, besteht das Risiko, dass wenn ich dann doch nicht verreisen kann, ich irgendwo mein Geld eben doch nicht zurückbekomme oder noch mehr Ärger und Stress habe bei der Rückerstattung als bei einer Pauschalreise. Wenn ich jetzt beispielsweise gar nicht eine Pauschalreise antreten möchte, sondern ich sage, ich fliege übers Wochenende nach Barcelona, buche mir irgendwo ein kleines Hotelzimmer und dann kommt es doch dazu, dass ich stornieren muss, dann bin ich überhaupt nicht abgesichert? Naja, das Problem bei einem Hotelzimmer, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ist das, dass es dabei sich um einen Mietvertrag handelt. Und bei einem Hotelzimmer in Spanien habe ich in der Regel einen spanischen Mietvertrag. Und wenn ich dann stornieren möchte, richtet sich das eben nicht nach unserem schönen deutschen Recht, sondern eben nach dem spanischen Recht. Und spanisches Recht in Spanien durchzusetzen als deutscher Verbraucher ist schon mal sehr kompliziert. Ich kann aber trotzdem buchen, wenn ich beim Buchen aufpasse, dass ich flexible Buchungsbedingungen habe. Es gibt auch da diverse Portale, diverse Angebote, wo ich zum Beispiel Einzelleistungen, Ferienhaus, Hotel, Ferienwohnung buchen kann und dann bis kurz vor Reiseantritt diese Buchung auch wieder flexibel umbuchen kann, stornieren kann oder gegen eine feste Stornogebühr komplett stornieren kann. Das ist aber wichtig, dass ich beim Buchen wirklich darauf achte, weil die einzelnen Angebote sind da teilweise wirklich sehr unterschiedlich und machen im Ergebnis eine ganze Menge aus. Viele Portale werben mit diesen Flex-Tarifen. Woher weiß ich denn, was seriös ist? Worauf muss ich achten, vielleicht auch im Kleingedruckten, dass ich vielleicht hier aufs Glatteis geführt werde? Ja, das muss man leider aktuell als Verbraucher wirklich immer tun. Man muss immer aufs Kleingedruckte achten. Das liegt gar nicht so sehr am Portal. Also ich habe auch schon bei größeren Anbietern, auch bei größeren Veranstaltern, habe ich gesehen, dass ich auf die Werbung raufklicke mit einem vermeintlichen Flex-Angebot und dann aber ich trotzdem in der Übersicht einzelne Angebote sehe, die halt eben nicht alle flexibel umbuchbar sind. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf jetzt verbindlich buchen klicke, muss ich wirklich die gesamte Maske, den gesamten Bildschirm nochmal ganz genau kontrollieren, ob ich hier wirklich ein flexibles Angebot habe, was ich buche. Und wenn ich das habe, dann kann ich buchen. Es lohnt sich außerdem wirklich sehr, die einzelnen Angebote zu vergleichen. Denn
Der eine Anbieter bietet eine flexible Umbuchung nur an. Bei dem nächsten Anbieter kann ich bis kurz vor Reisebeginn kostenfrei stornieren. Und wiederum der nächste Anbieter bietet eine Option vielleicht nur gegen Aufpreis an. Vielleicht lohnt es sich auch, gerade für Leute, die sich mit dem Internet nicht ganz so vertraut fühlen, jetzt mal wieder in das benachbarte Reisebüro zu gehen, um sich dort richtig beraten zu lassen. Welchen Sinn macht eine Reiserücktrittsversicherung und ist da auch eine Reiseabbruchversicherung enthalten? Und wie hoch sollte die maximal sein oder richtet sich das eher am Urlaubspreis insgesamt? Genau, also es gibt zwei verschiedene Arten von Reiserücktrittsversicherungen. Einmal die Reiserücktrittsversicherung für das gesamte Jahr, die eine bestimmte Deckungssumme dann aufweist. Auch da muss man dann eben auf das entsprechende Angebot achten. Dann gibt es nochmal Reiserücktrittsversicherungen, / Reiseabbruchsversicherungen für die ganz spezielle Reise, die jetzt gebucht werden soll. Und auch da muss man wirklich sehr genau achten. Es gab Anfang des Jahres, also Anfang dieses Jahres, einen Test mit den Reiserücktrittsversicherungen und es hat sich herausgestellt, dass von über 50 Versicherungen knapp ein Dutzend pandemietauglich sind. Weil genau Pandemiefragen mit dem Reiserücktritt natürlich sehr intensiv zusammenhängen. Das bedeutet, greift die Reiserücktrittsversicherung auch, wenn ich selbst infiziert bin? Greift sie, wenn mein Partner infiziert ist? Greift sie aber auch schon dann, wenn ich nur in Quarantäne muss aufgrund eines Verdachtsfalls? Da gibt es Unterschiede. Inzwischen haben die allermeisten Reiserücktrittsversicherungen aber ein bisschen aufgerüstet. Die Preise sind natürlich ein bisschen gestiegen. Die allermeisten bieten aber einen wirklich vollumfänglichen Schutz an. Bei der Reiseabbruchsversicherung lohnt sich aber immer noch der Vergleich. Da gibt es immer noch Unterschiede. Je nachdem, wo ich etwas buche, komme ich auch sofort wieder zurück, werden vielleicht längere Aufenthalte am Urlaubsort ebenfalls finanziert. Wie viele Tage werden sie finanziert, wenn ich länger irgendwo bleiben muss, weil ich etwa mich im Urlaub angesteckt habe oder in Quarantäne muss? Da gibt es wirklich viele Unterschiede. Deswegen kann ich leider keine pauschale Lösung geben, was hier der richtige Weg ist. Eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, lohnt sich auf jeden Fall. Und wer einen alten Tarif hat, der sich jedes Jahr verlängert, der muss wirklich aktiv werden und einmal schauen, dass er seinen alten Tarif updatet, damit auch er die Pandemieschutzklauseln mit in den Vertrag mit reinnimmt. Eine Frage aus der Community kommt von Maria Schubert aus Köln. Sie schreibt, ich habe noch nie eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen und überlege nun, sie zu buchen. Lohnt sich das in diesem Zusammenhang? Also bei der Rechtsschutzversicherung muss man natürlich erstmal schauen, sie greift nicht rückwirkend. Ja, also ich habe auch ab und zu mal hier den einen oder anderen Mandanten, die meinen, dass man jetzt speziell für ein Problem, was schon da ist, die Rechtsschutzversicherung abschließen kann. In der Regel ist es sogar so, dass die Versicherungen eine Pausenzeit zu Beginn sich einräumen lassen, dass die Versicherung dann erst 3 Monate später greift. Da muss man natürlich nochmal vergleichen. Ansonsten ist es im Grunde wie mit allen Versicherungen. Wenn man sie braucht, sind sie natürlich super praktisch. Wenn man sie nicht braucht, dann ärgert man sich vielleicht im Nachhinein. Vielleicht, um das so ein bisschen finanziell einordnen zu können, wenn ich einen Rechtsstreit führe, um 500 Euro von meinem Veranstalter wieder zurückzufordern, dann ist dieser Rechtsstreit selber, hat ein Kostenrisiko, insbesondere wenn ich dann noch die erste Instanz mit hineinrechne, von ungefähr nochmal 1.000 Euro. Das heißt, in den Summen lohnt es sich schon wirklich sehr, eine Rechtsschutzversicherung zu haben, um halt dann im Falle des Falls wirklich auch offensiv mit dem Reiseveranstalter zum Beispiel rechtlich argumentieren zu können, eben mit anwaltlicher Unterstützung. Was man außerdem beachten sollte, ist, dass eine Rechtsschutzversicherung regelmäßig auch eine Selbstbeteiligung hat. Und da muss man wieder die Tarife vergleichen. Rechtsschutzversicherungen mit Selbstbeteiligung von 250 oder 300 oder sogar 500 Euro lohnen sich eigentlich kaum. Also mein Tipp da ist, wenn Rechtsschutzversicherung, dann bitte ohne Selbstbeteiligung oder maximal 150 Euro. Eine andere Alternative, um jetzt mal vollständig zu sein, ist natürlich auch, wenn ich keine Rechtsschutzversicherung habe, sich mit bestimmten Portalen zu bedienen, um dann eine Forderung wieder zurückerstattet zu erhalten. Wir machen das ja selber auch mit GetRight. Das kostet aber dann eben kein Risiko, aber auf der anderen Seite eine Erfolgsprovision je nach Fall.
Was muss ich eigentlich bei der Auslandskrankenversicherung beachten? Jeder von uns hat wahrscheinlich eine. Greift die automatisch, wenn ich jetzt im Urlaub an Covid-19 erkranken würde? Oder muss ich mich da tatsächlich nochmal rückversichern, weil nicht jede Versicherung eine Pandemie abdeckt? Wie ist das? Also zunächst einmal, wer ganz normal in Deutschland versichert ist, der kann davon ausgehen, dass er in ganz Europa diesen Versicherungsschutz auch genießt. Welchen Versicherungsschutz genau, also welche Leistungen da genau mit drin sind, müsste man halt je nachdem Vorreisebeginn mit der Versicherung nochmal klären. Das sollte man aber sowieso tun, weil man dann nämlich von der Versicherung eine Bescheinigung ausgestellt bekommt, die man im Zweifel dann am Urlaubsgebiet auch nochmal vorlegen kann. Dann gibt es mit einigen Urlaubsländern, zum Beispiel mit der Türkei, bestimmte Abkommen. Auch dafür gibt es ganz spezielle Bescheinigungen, die man von der ganz normalen gesetzlichen Krankenversicherung anfordern kann, um dann mit dieser Bescheinigung auch im Ausland, im Nicht-EU-Ausland abgesichert zu sein. Wer weder in ein solches Land fährt, noch innerhalb der EU bleibt, der sollte auf jeden Fall zusätzlich noch eine private Auslandskrankenversicherung mit dazu buchen, um auch wirklich abgesichert zu sein. Und jetzt gilt im Grunde dasselbe, was ich schon zur Reiserücktrittsversicherung gesagt habe. Die Versicherung und die Versicherungsleistungen sind sehr unterschiedlich. Die Deckungssummen können unterschiedlich sein. Das heißt, hier muss ich wirklich vergleichen, welcher Tarif für mich der beste ist. Brauche ich eigentlich bei der Einreise in andere Länder einen Nachweis, dass es diese Auslandskrankenversicherung gibt? Auch das richtet sich im Zweifel dann nach dem Land, wohin ich reisen möchte, also sprich nach dem Einreiseland. Ja, per se erstmal brauche ich, gerade wenn ich innerhalb der EU reise, keinen Nachweis, dass ich eine Versicherung habe. Jetzt kann aber trotzdem jedes Land auf die Idee kommen und sagen, wir lassen nur noch Menschen rein, die wirklich nachweisen können, im Zweifel abgesichert zu sein. Und wenn dem so ist, dann brauche ich diese Versicherung natürlich auch. Aber ich sollte diese Bescheinigung auch schon aus eigenem Interesse mit mir immer mit dabei führen, weil wenn etwas sein sollte, das muss ja nicht mal irgendetwas mit der Pandemie zu tun haben, das kann ja auch ein Unfall sein, ist es immer von Vorteil, wenn ich direkt nachweisen kann, hey, ich bin hier versichert, ihr bekommt eure Kosten von der Versicherung erstattet, jetzt los mit der Behandlung. Aus der Community kommt uns eine Frage zugeschickt von Andrea B. aus München. Sie schreibt, was passiert, wenn ich meinen Urlaub kurzfristig stornieren muss wegen einer Erkrankung oder weil ich in Quarantäne bin, obwohl ich nicht krank bin? Wer übernimmt dann die Stornogebühren? Na gut, also in rechtlicher Hinsicht wird immer unterschieden, welches oder wessen Risiko sich denn hier verwirklicht. Und wenn man sich das rechtlich ganz sachlich anschaut, dann muss man sagen, wenn der Pauschalreisende die Reise nicht antreten kann, erstmal vollkommen egal aus welchem Grund, dann verwirklicht sich hier das Risiko des Reisenden selbst. Das bedeutet, wer die Reise wegen zum Beispiel Quarantäne nicht antreten kann, der bleibt erstmal so auf den Kosten sitzen. Der Reiseveranstalter bietet die Reiseleistung ja an. Und in diesen Punkten ist dann, oder in diesem Fall wäre dann die Reiserücktrittsversicherung die richtige Versicherung, die eben dieses Risiko abdeckt, dass im Falle der Quarantäne oder der Selbstinfektion das Risiko sozusagen abfedert und hier dann den Reisepreis erstattet. Eine ähnliche Frage kommt von Matthias aus Kassel. Er schreibt, was passiert, wenn es in meinem Hotel einen Covid-Fall gibt und ich in Quarantäne muss, auch wenn ich selbst keine Symptome habe? Bekomme ich dann auch meinen Urlaub erstattet? Also auch da muss man natürlich erstmal differenzieren, in welchem Urlaubsland ich gerade bin. Und auch das richtet sich nach den jeweiligen nationalen Gesetzen. Da kann man sich sicherlich vorstellen, dass zum Beispiel in Frankreich, wo es ja relativ streng zugegangen ist in den letzten Monaten, vielleicht etwas strenger sein wird, als wenn ich meinen Urlaub anderswo habe. Und da muss man sich nach den nationalen Regelungen einfach halten. Wenn ich jetzt aber in Quarantäne bin, und darauf zielt die Frage vielleicht auch ab, könnte ich ja auch aus dem Pauschalreiserecht Ansprüche gegen meinen Pauschalreiseveranstalter haben, vielleicht aufgrund einer Reisepreisminderung, weil ich eben meine Reise nicht so genießen kann, wie ich sie tatsächlich genießen wollte. Und auch da
hat sich jetzt gezeigt, dass pandemiebedingte Mängel von der Rechtsprechung und von den Gerichten eher hingenommen werden. Das bedeutet, konnte der Pauschalreiseveranstalter nichts dafür, um es mal jetzt ganz einfach auszusprechen, konnte er nichts dafür, dann muss er dafür auch nicht bezahlen. Es sollen die Reisewarnungen ja ab dem 1. Juli in vielen Ländern fallen. Trotzdem kann es natürlich immer wieder passieren, dass Reisewarnungen ausgesprochen werden. Was passiert, wenn ich im Urlaub bin und währenddessen wird mein Urlaubsland zum Risikogebiet und ich möchte vorzeitig abreisen? Habe ich dann einen Anspruch auf Erstattung? Ja, das gehört zu den Fragen, die tatsächlich rechtlich noch gar nicht geklärt sind. Das heißt, ich kann hier auch gar keine ganz eindeutige Antwort geben. Ich werde mich natürlich dann, gerade wenn ich eine Pauschalreise gebucht habe, mich an meinen Reiseveranstalter wenden müssen, um zu erfahren, wie es jetzt weitergehen soll, ob ich die Reise an der Stelle abbrechen kann oder nicht. Rechtlich ist es wahrscheinlich erstmal irrelevant, denn wenn ich aus einem Risiko- oder Hochinzidenzgebiet nach Deutschland zurückkehre, treffen mich ja nochmal andere rechtliche Konsequenzen, als wenn ich aus einem Urlaubsgebiet zurückkomme, was eben kein Risikogebiet mehr ist. Arbeitsrechtlich macht das auch keinen Unterschied, denn arbeitsrechtlich bin ich in einen Urlaub gefahren, ohne dass es ein Risikogebiet war, und wenn ich dann in Quarantäne muss, ist mir hier kein Verschulden zuzurechnen, sodass ich in jedem Fall weiterhin entlohnt werde. Wenn ich aber vorher schon bewusst in ein Risikogebiet einreise, da kann das schon wieder anders aussehen. Eine Frage, die daran anknüpft, kommt von Klaus Herzog. Er schreibt, wer informiert mich darüber, ob ich nach dem Urlaub in Quarantäne muss? Also wenn wahrscheinlich während seiner Reise plötzlich Quarantäneregeln erlassen werden, gelten die dann auch für ihn? Die gelten auf jeden Fall auch für ihn. Das heißt, wer aus dem Urlaub wieder zurückkehrt, dem obliegt halt auch eben selbst die Pflicht, sich aktiv zu informieren, welche Einreisebestimmungen er erfüllen muss. Das gilt natürlich auch für uns, wenn wir nach Deutschland zurückkehren, dass wir uns dann an die jeweils aktuelle Rechtslage anpassen müssen, um dann bewerten müssen, ob man dann in Quarantäne muss oder nicht. Aktuell kann man sagen, wer aus einem Risikogebiet kommt, der wird sich darauf einstellen müssen, dann auch erstmal in Quarantäne zu müssen. Aber auch diese Regelung, das haben wir in den letzten Monaten zuhauf gesehen, ändern sich teilweise relativ schnell, sodass das, was ich jetzt heute sage, in 2 Wochen schon wieder anders ausschauen kann. Aus der Community noch eine weitere Stimme von Roxanne. Sie schreibt, kann man jetzt reisen oder nicht? Das ist ja Chaos hoch 3, da vergeht der ganze Spaß. Gibt es vielleicht besonders sichere Länder, wo man sagt, hier passiert auf jeden Fall nichts, hier können Sie ohne Probleme hinreisen? Und gibt es vielleicht auch Unterschiede zwischen EU-Ausland und Nicht-EU-Ausland? Ja, wenn ich das wüsste, welche Länder besonders sicher wären, dann würde ich diese Informationen sehr, sehr teuer verkaufen. Nein, das lässt sich leider absolut nicht sagen. Man kann im Grunde nur schauen, dass man zum Beispiel gewisse Standards im Urlaubsland erfüllt werden, dass die dort erfüllt werden. Das kann man aber auch, man kann auch nicht pauschal sagen, dass je weiter weg, desto unsicherer es wird. Was natürlich klar ist, ist, dass wenn ich irgendwo im Ausland erkranken sollte, es natürlich für mich sehr, sehr viel angenehmer ist, wenn ich nicht so weit weg von zu Hause bin, als wenn ich auf der anderen Seite der Welt mich gerade befinde. Aber so eine pauschale Aussage lässt sich leider, wie gesagt, nicht tätigen. Aber trotzdem, worauf man Einfluss nehmen kann, darauf sollte man Einfluss nehmen und sich eben, wenn man die Reise bucht oder Reiseleistungen einzeln bucht, sich entsprechend starke Vertragspartner auszusuchen, Vertragspartner, die vielleicht sogar auch in Deutschland sitzen, damit man im Zweifel zumindest sein Recht einfacher durchsetzen kann, als wenn man jetzt zum Beispiel, ich erinnere an das Beispiel von vorhin, gegen spanisches Unternehmen oder gegen einen spanischen Unternehmer, Vermieter vorgehen müsste. Und noch eine Frage aus der Community von Brigitte. Sie schreibt, bei Last-Minute-Buchung bekomme ich zum Beispiel beim ADAC keine Reiserücktrittsversicherung. Die sagen, das muss ich 14 Tage vor der Reise abschließen, geht aber bei mir nicht. Das ist ja für jeden Last-Minute-Bucher eigentlich eine Horrornachricht.
Ja, absolut. Also absolut, das stimmt. Also Last Minute ist im Grunde nur buchbar, wenn nicht vorher schon. Und auch da muss ich meines Erachtens je nach Versicherung, das ist natürlich auch unterschiedlich, teilweise 14 Tage, teilweise aber auch 30 Tage vor Reisebeginn schon eine Reiserücktrittsversicherung gebucht haben. Dann aber halt eben nicht speziell auf eine bestimmte Reise, sondern eine Reiserücktrittsversicherung für das ganze Jahr. Und dann, wenn ich die schon habe, kann ich natürlich auch Last Minute buchen. Oder ich buche direkt ein Angebot und buche mit dieser Buchung speziell eine Versicherung mit hinzu, wenn es möglich ist. Das bieten aber eben nicht alle Anbieter an. Und noch eine Frage, die uns zugeschickt wurde von Stefan K. aus München. Wenn jemand die Impfung im EU-Ausland erhalten hat und die entsprechende Bescheinigung vorlegt, kann er damit in Deutschland auch den digitalen Impfpass erhalten? Das hängt ganz primär davon ab, welche Bescheinigung er denn hat. Die Impfnachweise lassen sich ja dann in den digitalen Impfpass nachtragen, wenn die Bescheinigung diesen QR-Code mit enthält. Enthält sie den nicht, dann ist es zumindest bei uns in Deutschland so, dass man den nachträglich anfordern kann von der Impfstelle und den dann auch bekommt. Ob das auch aus dem Ausland funktioniert, wird er sich dort genau erkundigen müssen. Alles klar. Und noch eine Frage, diesmal von Ingo. Bis wann bleiben Buchungen innerhalb Deutschlands, in Klammern Ferienwohnungen, die bereits 2020 bezahlt wurden, gültig? Habe 2020 eine Ferienwohnung an der Ostsee gebucht. Aufgrund der Pandemie konnte ich die bereits bezahlte Ferienwohnung nicht beziehen. Bis wann muss ich einen neuen Termin vereinbaren? Okay, also das richtet sich ganz primär nach dem Vertrag. Also wenn ich mit dem Vermieter vereinbart habe, dass ich hier kostenfrei umbuchen kann oder dass ich einen Gutschein erhalten habe, dann muss ich im Grunde mal schauen, was genau vereinbart worden ist, also bis wann ich diesen Gutschein einlösen kann und einlösen muss. Es gibt tatsächlich eine eher unbekannte Novelle der Bundesregierung, versteckt im Artikel 240 und auch da ganz hinten im Einführungsgesetz BGB. Und dort ist geschrieben, dass bei Miet- und Pachtverträgen, die Corona-bedingt in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt werden, dass man dann zum Paragraphen 313 springt. Und 313 ist die Störung der Geschäftsgrundlage. Und wenn die Geschäftsgrundlage gestört ist, und das ist sie eben in genau solch einem Fall, dann ist der Vertrag anzupassen. Aber wie der Vertrag anzupassen ist, es steht auch nicht im Gesetz. Das heißt, im Zweifel hätte man da auch eine ganze Menge Ermessensspielraum. Jetzt ganz konkret bedeutet das, dass wenn ich an einer Hotelbuchung oder Ferienhausbuchung nicht länger festhalten möchte, dann kriege ich das wahrscheinlich durch, muss aber dann eine vielleicht etwas geringere Stornogebühr bezahlen als die, die ich ursprünglich vereinbart habe. Wenn ich aber einen neuen Termin buchen möchte, dann kann ich das im Grunde jederzeit tun. Also das Geld oder der Gutschein, der kann nicht einfach verfallen. Und was passiert, wenn der Reiseveranstalter oder Anbieter in der Zwischenzeit Insolvenz angemeldet hat? Ja, jetzt wird es natürlich ganz kritisch, denn wenn ich wirklich einen Reiseveranstalter habe, dann ist das Geld abgesichert. Da muss ich mir also keine Sorgen machen. Das Geld gibt es auf jeden Fall zurück. Jetzt erinnern wir uns aber alle an das Chaos mit Thomas Cook vor ein paar Jahren. Da sind jetzt gerade erst, werden so die letzten Gläubiger ausgezahlt. Das lag daran, dass sich im Nachhinein überraschenderweise, zumindest für einige, herausgestellt hat, dass die Absicherungshöhe der Versicherung, also diese 110 Millionen Euro, dass das eben nicht ausreicht, wenn ein großer Veranstalter in die Insolvenz geht. Führte dann im Ergebnis dazu, dass die Bundesregierung hier einspringen musste, weil sie es nämlich versäumt hat, seit über 10 Jahren geltendes EU-Recht umzusetzen. Jetzt, Überraschung, sie hat es immer noch nicht geschafft, beziehungsweise ist jetzt erst dabei, den neuen Reisesicherungsfonds einzurichten. Kann für uns Verbraucher aber erstmal vollkommen egal sein. Solange ich eine Pauschalreise gebucht habe, ist mein Geld sicher und ich bekomme dieses Geld irgendwann wieder zurück und kann mich also erstmal zurücklehnen. Wenn ich aber zum Beispiel einen Flug einzeln gebucht habe, dann ist dieser Reisepreis nicht abgesichert. Es gibt einige Anbieter, da kann man zusätzlich eine Option, eine Airline-Insolvenzversicherung hinzubuchen. Das ist aber kein Standard. Das heißt, in all diesen Fällen
wäre das Geld tatsächlich weg. Ein großes Thema ist bei unseren Usern auch die Testungen vor dem Urlaubsantritt oder bei der Rückkehr. Es gibt ja die Möglichkeit, dass vollständig Geimpfte bzw. Genesene nicht mehr in Quarantäne müssen, auch nicht, wenn sie aus Risikogebieten zurückkommen und auch nicht getestet werden. Jetzt stellt Olga eine ganz spezielle Frage, Olga M. aus Berlin. Müssen meine Kinder einen PCR-Test machen, wenn wir als Eltern vollständig geimpft sind, die Kinder unter 12 aber nicht? Auch das wird so langsam eine Lieblingsantwort von mir, richtet sich tatsächlich nach dem Einreiseort, wo ich einreisen möchte. Ja, da gab es auch in den letzten Tagen ein bisschen Chaos. Da werden teilweise Altersgrenzen wieder verschoben und angehoben oder abgesenkt. Das heißt, ich muss wirklich ganz genau schauen, wie lauten die Einreisebedingungen, wichtig auch für Transitländer, wenn ich irgendwo verreisen möchte. Klingt alles ein bisschen aufwendig. Letztendlich muss ich aber nur zwei Begriffe suchen in einer Online-Suchmaschine, nämlich zum Beispiel Spanien und Einreisebestimmung. Und dann bekomme ich relativ schnell heraus, dass zum Beispiel bei Spanien ist es so, dass Kinder unter 12 Jahren von der Testpflicht ausgenommen sind. Ab 12 Jahren muss ich auch meine Kinder testen. Und noch eine Frage von Matthias K. aus Ludwigsburg. Meine Zweitimpfung ist Ende Juni. Muss ich trotzdem einen Test machen? Wenn ich fliege, sind 2 Wochen noch nicht rum. Ja, also wenn die 2 Wochen noch nicht um sind, dann gelte ich ja noch nicht als vollständig geimpft. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass ich dann auch einen Test noch machen muss, um dann auch wirklich einreisen zu können. Inzwischen unterscheiden sich ja aber auch da die Voraussetzungen. Um mal wieder bei Spanien zu bleiben, reicht ja dort auch ein aktueller PCR-Schnelltest, ein PCR-Test oder ein Schnelltest, so rum. Und so ein Schnelltest ist ja ganz fix gemacht. Und im Zweifel würde ich ja dann jedem empfehlen, lieber einen kleinen Test zu viel als zu wenig, um dann wirklich nicht am Flughafen plötzlich abgewiesen zu werden. Denn auch dann verwirklicht sich ja mein Risiko. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht und das Geld kann dann futsch sein. Gibt es denn ein Szenario, in dem auch Genesene oder Geimpfte noch in Quarantäne müssen? Auch das hängt wieder tatsächlich davon ab, von welchem Land wir sprechen. Also in Deutschland ist es ja jetzt aufgehoben oder wird es jetzt aufgehoben mit der Quarantäne für Geimpfte oder genesene Personen. Das kann aber in Spanien schon wieder anders sein und das kann auch in der Türkei oder in Ägypten anders sein. Das heißt, es gibt leider keine pauschale Antwort für dies oder für viele Fragen, sondern man muss sich immer ganz genau die rechtliche Situation vor Ort anschauen. Klingt erstmal furchtbar kompliziert. Es ist in jedem Fall kompliziert, einen Überblick über alle Länder zu behalten, aber die Antworten findet man dann doch immer recht schnell. Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat heute auf einer Pressekonferenz gesagt, dass man aus Furcht vor der Delta-Variante sich eben überlegt, ob man Variantengebiete dann doch mit einer Quarantänepflicht belegt. Also das kann aber dann für Geimpfte und Genesene nicht gelten. Auch das kann ich so leider nicht richtig beantworten, denn wir haben ja auch schon gesehen, dass die Ankündigungen von Herrn Spahn auch nicht immer 1:1 umgesetzt worden sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das bedeutet, wir müssen einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also was wir aus dem letzten Jahr auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass sich ja die Einschätzungen teilweise täglich geändert und verändert haben. Das bedeutet, was heute gilt, kann im Grunde morgen schon wieder anders sein. Und das gilt umso mehr, wenn es auf einzelne Nationalbestimmungen drauf ankommt. Das heißt, wenn jetzt übermorgen oder nächste Woche Deutschland eine Bestimmung verabschiedet, die besagt, dass bei Rückreisen aus Delta-Pandemie-Gebieten wieder eine Quarantänepflicht auch wieder für Geimpfte und Genesene gilt, dann gilt sie erstmal. Dann kann man natürlich auch da wieder versuchen zu argumentieren oder zu diskutieren in der Politik und auch dann letztendlich vor Gericht, wenn es sein soll. Aber erst einmal gilt diese neue Bestimmung.
Braucht man eigentlich, wenn man eine Reise kurzfristig storniert, immer einen gesundheitlichen Grund? Oder kann man auch sagen, in diesem neuen Land gibt es jetzt neue Beschränkungen, das ist mir zu anstrengend, da kann ich meinen Urlaub nicht genießen, aus diesem Grund möchte ich stornieren? Also erstmal stornieren kann ich die Reise jederzeit. Also niemand kann mich zwingen, eine Reise anzutreten. Die entscheidende rechtliche Frage ist ja vor allem, ob ich dann meinen Reisepreis wieder zurückerstatte. Und jetzt gibt es hier tatsächlich mindestens zwei Rechtsansichten. Die eine Rechtsansicht, und die vertrete ich auch sehr, sehr, sehr stark, ist die, dass wenn ein Gebiet, ein Urlaubsgebiet, Risikogebiet ist, dann ist eben der sichere Urlaub nicht möglich. Und in diesem Fall kann ich kostenfrei stornieren aufgrund von außergewöhnlichen Umständen, die eben die Reiseleistung beeinträchtigen würden. Jetzt gibt es aber Reiseveranstalter, die sagen, Moment mal, also außergewöhnlich ist die Corona-Pandemie im Jahr 2021 ja schon lange nicht mehr. Und dementsprechend könnt ihr zwar die Reise stornieren, aber nur gegen Gebühr. Und leider hat sich zum Beispiel das Amtsgericht Leipzig diese Rechtsauffassung zu eigen gemacht und hat genau so entschieden. Ist halt aber auch nur das Amtsgericht Leipzig. Das heißt, das bedeutet noch lange nicht, dass sich diese Rechtsauffassung durchsetzen wird. Aus Verbrauchersicht wäre das natürlich fatal, denn letztendlich entscheidend ist, ob ich eine Reise sicher antreten kann oder nicht. Eben, und man muss sich aber nochmal vor Auge führen, es liegt ja hier eine potenzielle Gefährdung von Leib und Leben vor, ob ein Gebiet als Risikogebiet eingestuft wird oder halt nicht. Und das ist ja objektiv nachvollziehbar anhand der täglich aktualisierten Liste auf der Seite des RKIs. Und wenn ein Gebiet Risikogebiet ist, ist die sichere Reiseleistung halt eben nicht mehr gewährleistet. Und da mache ich mich gemeinsam mit allen Verbraucherschützern sehr stark dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher kostenfrei von der Reise zurücktreten können. Und noch eine Frage aus der Community kommt von Horst. Wie ist es, wenn ich ohne Impfung verreisen möchte? Habe ich da Probleme in gewissen Ländern? Ja, definitiv. Also das richtet sich halt auch wieder nach dem jeweiligen Einreisegebiet. Also wenn man sich mal nach Richtung Australien orientiert oder Neuseeland, da wird man jetzt schon sagen können, dass man ohne Impfung definitiv dort nicht mehr einreisen kann. Bis Ende dieses Jahres auf jeden Fall nicht. Und wenn man so die Signale richtig deutet, dann auch eher ganz sicher in den nächsten Jahren nicht. Wer sagt, das ist kein Problem, mir reicht der Urlaub an der Ostsee, dann ist es natürlich wiederum für sich selbst wieder kein Problem. Dann kann man natürlich immer noch Urlaub machen. Es gibt aber auch andere Länder, die das weniger schlimm sehen oder weniger streng sehen als zum Beispiel Australien und Neuseeland. Aber auch da muss man sich wieder individuell informieren, welche Reisegebiete, welche Bestimmungen haben. Wenn man sich nicht selbst informieren möchte, vielleicht nochmal hier der Hinweis, kann man sich natürlich auch Hilfe holen mit einem Reisebüro, und dort wird man dann ganz genau aufgeklärt werden, welche Urlaubsziele denn ungeimpft noch zu erreichen sind. Also in Deutschland gibt es keine Impfpflicht, die wird es auch nicht geben bei Covid-19. Australien, Neuseeland denken aber darüber nach. Und das bedeutet tatsächlich, ich will nur noch mal nachfragen, wenn ich da als nicht geimpfte Person hinreisen möchte, habe ich auch keine Chance, mich frei zu testen, sondern dann komme ich nicht rein. Ja, davon ist aktuell auszugehen, denn letztendlich, das sind ja hoheitliche nationale Angelegenheiten. Jedes Land kann von sich innerhalb der EU vielleicht nochmal mit Ausnahmen, aber ansonsten kann jedes Land natürlich für sich selbst bestimmen, welche Personen und welche Personengruppen einreisen dürfen und welche eben nicht. Und wenn ich jetzt als Australien komme und sage, ich lasse nur geimpfte Personen rein, dann kann ich dagegen als natürliche, einfache Person nichts unternehmen. Ist das bei Fluggesellschaften ähnlich? Also könnte beispielsweise die Lufthansa sagen, wir transportieren nur noch geimpfte Personen? Bei den Flugbeförderungsverträgen sind das ja letztendlich keine hoheitlichen Maßnahmen mehr, es sei denn, es ist etwa ein staatliches Unternehmen. Das ist die Lufthansa ja noch nicht. Und in den Fällen haben wir einen ganz normalen privatrechtlichen Vertrag. Und auch da ist es so, privatrechtlich kann ja jeder aussuchen, mit welcher anderen Person er einen Vertrag abschließen möchte und mit wem eben nicht. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist da die Qantas vorgeprescht und hat gesagt, na, wir nehmen ab
irgendwann, Datum X, nur noch geimpfte bzw. getestete Personen mit. Und auch das könnte theoretisch die Lufthansa jederzeit einführen und sagen, naja, zum Beispiel ab Oktober hätte eigentlich jeder ein Impfangebot annehmen können. Wir nehmen jetzt nur noch geimpfte Personen mit. Das ist durchaus denkbar. Herr Karimi, lassen Sie uns noch eine letzte Frage diskutieren. Viele Menschen haben natürlich Freude in ihrem Urlaub genießen, also es passiert gar nichts. Aber für die Fälle, die wirklich dann das Chaos und den Ärger erleben, die vielleicht auch keine Rechtsschutzversicherung haben, die da für sie einspringt, was machen diese Menschen? Wo holen sie sich Hilfe, ohne dass sie zu tief in die Tasche greifen müssen? Na, im Grunde gibt es mehrere Optionen. Also man muss ja aus dem Vollen schöpfen. Also zum einen kann man natürlich trotzdem zum Anwalt gehen und ein gewisses Prozessrisiko auch tragen. Denn wenn man am Ende gewinnt, bekommt man das gesamte Geld wieder zurückerstattet. Das ist die Option Nummer eins. Wenn man aber verliert, das muss man auch dazu sagen, dann wird es natürlich teuer. Oder wenn die Gegenseite Insolvenz geht, dann wird es auch teuer. Denn dann bleibt man auf all den Kosten sitzen, auch wenn man eigentlich Recht gehabt hätte. Die zweite Option, die man hat, ist die Verbraucherzentrale. Auch die Verbraucherzentrale hilft Verbraucherinnen und Verbrauchern sehr gerne und auch sehr günstig. Und man wird dort auf jeden Fall kompetent beraten und unterstützt. Allerdings hat die Verbraucherzentrale nicht die Möglichkeit, jemanden vor Gericht zu vertreten. Das heißt, der Wirkungsgrad und die Durchschlagskraft der Verbraucherzentrale ist in dem Vergleich wahrscheinlich etwas geringer. Und die dritte Option, die man hat, ist, dass man sich Verbraucher-Inkasso-Dienstleister sucht und diese nutzt, wie zum Beispiel wir das hier mit GetRight anbieten. Und wir kaufen im Grunde die Forderungen ab gegen eine Erfolgsprovision. Der Verbraucher, die Verbraucherin trägt kein Risiko. Und wenn das Geld dann da ist, wird es ausgezahlt abzüglich einer Erfolgsprovision. Herr Karimi, vielen Dank für Ihre ausführlichen Antworten zu, glaube ich, wirklich Fragen, die jedem gerade so unter den Nägeln brennen, die verreisen möchten. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr so zahlreich Fragen eingeschickt habt und auch kommentiert habt. Wenn ihr in den Urlaub fliegen wollt, hoffe ich, dass alles gut geht. Genießt es und seid trotzdem noch vorsichtig. Und ansonsten noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Schönen Abend. Tschüss.